Willkommen zurück zum Finale von Watch Dogs. Wir begeben uns jetzt zu Damien und schauen dann mal, was passieren wird. Das glaube ich ja nicht. Die ganze Stadt haben wir abgeschaltet. CTOS ist down, die haben alle keinen Saft mehr. Huch, aber er hier hat Saft in seinem kleinen Leuchtturmbunker hier. Da ist ein Pfeil und so. Vielleicht ist das ein Easter Egg. Naja, schauen. Ach stimmt, der ist ja zu blöd zum Klettern. So. Weißt du noch, als wir das erste Mal unsere Talente kombinierten? Die Pläne, die wir hatten. Wir hatten so viel Elan. Aber es war nie wie jetzt. Sieh dich um. Wir haben eine verdammte Stadt erledigt. Die ganze scheiß Stadt. Sieht's aus. Mein Freund. Komm schon. Raschung. Gibt es eine Rede, Damien? Hast du noch was zu sagen? Jetzt wissen die, wer ich bin. Das war's? Mehr hast du nicht? Hey! Fick dich! Sieh dich an! Du gehst über Leichen, um einen Mafia-Boss zu kriegen. Glaubst du, das geht in Ordnung, weil dein Ziel, was, edel ist? Du hast mit mir gespielt. Darum geht es hier. Mit dir gespielt? Clara ist auch deine Schuld. Deine Nichte auch. Deshalb hast du deine Familie weggeschickt, oder? Die wissen, was du bist. Du spielst ein schönes Spiel. Trotzdem verlierst du manchmal. Bla bla bla. Scheiße, ihr labert vielleicht. Was machst du denn hier? Sorry, Mann. Neuer Auftrag. Schieb sie rüber. Was? Komm, schieb sie rüber. Oh, ihr seid ja lustig. Wisst ihr, ihr beide nehmt alles zu persönlich, das ist euer Problem. Deshalb lief das schief. Ihr könnt hier was lernen, Freunde. Oh, 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 Handy auch. Gib her. Na komm, gib her. Ich konnte doch gar nichts drücken, ey. Was ist denn das für ein Scheiß? Hä? Was? Jetzt müssen wir uns das Ding nochmal ergeben, wa? Oder wie? Jetzt verbringe ich meine letzten Stunden auf einem Witwengang. Also ich hab da jetzt gerade nichts gesehen. Den Witwengang. Wusstest du das? Ich nicht. Hm. Passt aber. Wieso starten die das denn da hinten? Es sieht aus, als wäre alles falsch. Ist voll scheiße für ein Let's Play, dass man hier immer so viel nachmachen muss. Geht doch. Gib her. Na komm, gib her. Aha. Da musst du vorhin nachladen, lustig.
Ich weiß nicht, was Damien in diesen letzten Momenten wollte. Den Tod nehme ich an. Ich wollte den Tod eines Mädchens wiedergutmachen. Doch das Ergebnis waren nur aufgedeckte Lügen, korrupte Könige und eine kaputte Stadt. Auch ich bin ein anderer. Ich blicke nicht mehr zurück, bereue nichts. Ich sehe nach vorn. Alles ist verbunden. Das nutze ich, um zu enthüllen, zu beschützen und wenn nötig, zu bestrafen. Ja, Freunde, das war Watch Dogs. Ein spannendes Abenteuer haben wir hinter uns. Okay. Noch einmal. Bürgermeister Rushmore ist tot. Die Polizei hat eine Nachrichtensperre verhängt. Die geleakten Dokumente weisen auf Korruption und enge Verbindungen zwischen dem Rathaus und dem Chicago South Club hin. Beging der Bürgermeister deswegen Selbstmord oder wurde er exekutiert? Heute hat die PR-Chefin von Bloom, Charlotte Gardner, Stellung zu den aktuellen CTOS-Problemen bezogen. Uns war immer bewusst, dass unser CTOS-Netzwerk ein lohnendes Ziel für Hacker darstellen würde. Dies wurde zu einem interessanten Härtetest, um zu beweisen, wie robust unser System ist. Wir sind hocherfreut über das Resultat. Unsere moderne Firewall widerstand den schlimmsten Angriffen. In einigen Fällen schalteten die Systeme automatisch ab, bevor ein Zugriff erfolgen konnte. Ihre persönlichen Daten sind weiterhin sicher. Unser CTOS-Netzwerk läuft ab sofort wieder im Vollbetrieb. Quatsch mir doch noch. In einer Welt, in der wir Zeit mit unseren Lieben verbringen, in der Gemeinde aktiv sind und in sicheren Städten leben wollen, hat Bloom Industries auf ihre sehnlichsten Wünsche gehört. Wir befinden uns auf einer Weltreise. Wir machen die Welt zu einer Gemeinschaft. CTOS 2.0. Sie stehen im Mittelpunkt. Die Welt wird ein globales Dorf. CTOS 2.0 macht smarte Städte. Oh ja, wollte ja. Und gleich ein Interview mit einer Frau, die behauptet, den Rächer Aiden Pierce zu kennen. Die bekannte Kinderpsychologin Yolanda Mendez ist bei uns. Dr. Mendez, Ihre Geschichte ist unglaublich. Sie kennen also Aiden Pierce, den Mann, den wir den Rächer nennen. Wie kam es dazu? Ich lernte Mr. Pierce durch seine Familie kennen. Seine Schwester. Das war für uns überraschend. Wir konnten keine Informationen zu ihm finden. Schön, dass Sie sich bei uns melden. Es ging um Ihren traumatisierten Sohn? Ja, nun, natürlich darf ich darüber nicht reden. Oder Ihren Namen sagen. Nein, nein, nein. Sollen Sie auch nicht. Doch so lernten Sie Aiden Pierce kennen. Wie ist er denn? Es ist unmöglich zu sagen, wie er in Wirklichkeit ist. Er versteckte seine Persönlichkeit und er ist sehr gut darin. Ach ja? Es ist nicht wie bei einem Pokerspiel. Er ist ein sehr kluger Mann, der in jeder Situation die Oberhand behalten will. Und Sie schreiben ein Buch? Ja, das stimmt. Ich schreibe ein Buch über diese gesamte Erfahrung. Eine Studie über Mr. Pierce. Ich wollte wirklich die komplexe Psyche dieses Mannes erforschen. Das wird sicher faszinierend. Dr. Mendez, Dankeschön. Was da? Netzwerk hat jetzt genug. Unsere Warnungen stießen auf taube Ohren. Unser Ruf von Schwächlingen ist stark geschadet. Hört unsere letzte Warnung. Der Tag der Abrechnung kommt. Wir überwachen die Überwacher. Wir sind fähig. Wir sind unaufhaltsam. Das schreit doch nach einem DLC. Aus dem Polizeikommissariat heißt es, die Verbrechensrate sei in letzter Zeit mehr und mehr gesunken. Doch dem Mann, der das Recht in die eigene Hand nahm, wird kaum ein Anteil daran zugesprochen. Wie anonyme Quellen mitteilen, sind einige Beamte der Polizei durchaus angetan von der Arbeit des Rächers, dürfen dies jedoch in der Öffentlichkeit nicht zeigen.
Während sich Chicago noch von den schockierenden Enthüllungen im Mordfall Rose Washington und dem Tod des Bürgermeisters erholt, ist das Interesse an Politik und Wahlen erloschen. Einer der Namen, die für Chicago gehandelt werden, ist der von Blums PR-Chefin Charlotte Gardner. Ihre Unterstützer meinen, dass Miss Gardner die Glaubwürdigkeit wiederherstellen wird, die Chicago dringend braucht. Nach dem Chaos, das durch eine massive CTOS-Fehlfunktion ausgelöst wurde, dauern die Aufräumarbeiten noch an. Die Stadt erlebte flächendeckende Stromausfälle, Brückenstörungen und Schäden in siebenstelliger Höhe. Das CTOS ist wieder online, doch viele fragen sich, welche Sicherheitsmaßnahmen für ein so komplexes System in einer Großstadt nötig sind. Ich blute hier. Du? Bei mir geht's. Ich hab noch ein letztes Ding für dich. Maurice hat aufgegeben, jetzt sprudelt das aus ihm raus. Ich schick dir die Location, den Rest musst du selbst machen. So läuft das Business, hä? Ja, genau. So läuft das Business. Jordy könnte es. Er ist ein sauberer Fixer. Löst alle offenen Probleme. Maurice ist eins von diesen Problemen. Aber eigentlich ist er meins. Er ist der, der auf mein Auto schoss, meine Nichte tötete. Ich würde gerne sagen, dass wir verschieden sind, aber ich weiß es nicht mehr. Wie viele Menschen habe ich verletzt? Getötet? Wer verdient den Tod? Wer entscheidet das? Der Typ mit dem Controller in der Hand. Jo, Watch Dogs, den Wes. War ja mal lustige Credits. Pff. Wir sind durch. Ah. Na? Ich wusste, dass du kommst. Was mache ich jetzt? Kerle wie wir wissen nie, wann genug ist. Es ist vorbei. Du bist der Letzte. Oh, fuck, Mann. Es gibt keinen Letzten. Jetzt bist du dran. Du hast mich gewarnt. Das spricht dafür, dass ich dich erschieße. Diese Kerle sind anders als alles, was du kennst. Du glaubst, es ist vorbei? Nein. Aber jetzt können sie etwas fürchten. Was verdammt? Was stimmt nicht mit dir? Hä? Du bist erledigt! Verstanden? Meier, wir sind beide erledigt! Erschieß mich, verdammt! Mach schon. Dann kannst du besser schlafen. Oh, wieder so ein schönes Wort. Du bist der Mörder deiner Nichte. Schön für dich, du Ficker. Schieß dir aber nicht in den Kopf. Doch, muss ich. Ja, ich verdiene es. Ach, halt's Maul! Aber es wird nichts ändern. Yeah, noch mehr Credits, Freunde. kann ich hier wegdrücken? Wäre das möglich? Nee, leider nicht. Ich mache so hier, ne, wegen Urheberrecht und so. Da weiß ich ja nie Bescheid. Coole Funktion. Ja, das war Watch Dogs. Hat auf jeden Fall Fun gemacht. Richtig geile Sache eigentlich. Aber wir sind da noch nicht ganz durch. Es werden keine regelmäßigen Folgen mehr kommen, aber online werden wir noch ein bisschen gucken, da mal Lucky Lucky machen.
Aber es werden nicht viele Folgen. Vielleicht noch 3-4 Folgen, dann haben wir Watch Dogs durch. Oder hinter uns, eher gesagt. Vielleicht irgendwann mal noch so zwischendurch mal eine Folge. Wer weiß. Mal schauen. Kommen ja auch noch andere Projekte. Oh ja. Die Credits kann man nicht wegdrücken, ne? Ne, die kriege ich einfach nicht weggedrückt. Schande. Jetzt müssen wir hier warten, bis 50 Jahre Credits vorbei sind. Nur, um zu schauen, was da noch so kommt. Was? Ist das schon ein Add-on? Jo. Menschen sind nicht immer, was sie zu sein scheinen. In diesem Fall sind sie Cyborgs aus dem Weltraum. Nee. Naja. Immer noch nicht fertig. Rick. Wie lange die wohl gehen, die Credits? Gute Frage. Nervt schon ein bisschen, dass man die nicht wegdrücken kann. Naja. Den Spielton kann ich ja nicht einfach so ausschalten, deswegen kann ich jetzt kein Vollbild machen. Xbox! Ausblenden. Watch Dogs. Xbox. Warte mal, wie ging das nochmal? Xbox. Auswahl. Nein. Ah ja, da. Watch Dogs. Fortsetzen. Ich sagte fortsetzen. Man muss echt deutlich sprechen. Fortsetzen. Ja. Xbox. Auswahl. Nein. Jetzt aber. Fortsetzen. Aha, okay. Geht doch. Ja, aber wir wollen das nicht hören. Ja, die GEMA hängt uns sonst wieder in den Klöten herum. Das ist ja nicht so schön. Ja. Xbox. Ach, das hörst du wieder, ja? Ausblenden. Ausblenden. Wird alles markiert hier. Kommt schon. Geht schneller vorbei, Credits. Was ich nach Watch Dogs spiele, weiß ich noch gar nicht. Muss ich mal schauen, ob es da was Hübsches auf dem Markt gibt. Oder ihr könnt euch auch was wünschen. Mal gucken, vielleicht ziehe ich das ja in Betracht. Naja. Vielleicht sogar Halo. Weiß ich aber noch nicht genau. Muss ich noch gucken, wie das da aussieht. Weil ja auch ein Remake bald kommt. Jetzt zocken wir Halo 1 erstmal. Das eigentlich gruseligste von allen. La 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 la. Credits sind wirklich schrecklich. Was da alle drin steht. Komm, mach schneller. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Oh,
oder was ist los? Tritra, trulala, leilai, lalala. Loantas, lei, lo, senior, tassus. Oh Gott, da kommt ja noch so viel. Das ist schon fast 5 Minuten hier am Durchlaufen. Wo gibt's denn so was? Da fängt ja an zu gähnen. Wie hat euch das denn alles gefallen? Also die Kampagne war ja... Also ich würde jetzt nicht sagen... total zerstörend. Also jetzt die allerbeste war es wirklich nicht. Nicht wirklich so ultra spannend oder so. Aber war schon gut gemacht. Und ja... Ich würde ja 7 von 10 Punkten geben. Oder 6,5 so. Ah, ich freue mich auf das Let's Play im Herbst. Aber ist ja alles noch geheim. Das wird geil. Auch auf der One. Darauf freue ich mich richtig. Ich habe dieses Spiel schon mal durchgezockt. Allerdings nur einmal. Deswegen wird es sowieso so sein, als wäre alles neu. Ich hätte eh nicht mehr alle weiß. Also jetzt wird's langsam ein bisschen langweilig, blöde hier. Also die Credits sind unendlich, glaube ich. Erstmal was trinken, ne? Oder schneide ich die Credits einfach raus? Ach Quatsch. Ich denke mal, die meisten werden sowieso einfach vorgesprungen sein. Meistens sieht man in der Timeline ja anhand der Bilder, was da los ist. Aber kann ich denn jetzt endlich mal hier durchdrücken? Ah! Bla bla bla. Die labern da immer noch und singen da. Engine Programmers, Tools Programmers, blablabla. Heiß erwartetes Game und nun ist es vorbei. Storytechnisch. Bin mal gespannt. Ah, eine Folge wird wahrscheinlich noch kommen, einfach mal so durch die Gegend geiern, gucken, was noch sonst so, sonst noch so möglich ist. Und bla bla bla. Ohne Scheiß, Alter, damit kannst du die Welt umspannen mit den Krills. Die sind ja schon aus der Atmosphäre raus. Die schwirren ja schon im All, so wie die da hochscrollen. Krass wäre ja, wenn sich einer wirklich jeden einzelnen Namen durchliest, ne? Boah. Habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, machen auch die wenigsten. Aber eine Namensnennung haben sie sich ja alle verdient. Auch wenn es hier irgendwie eine halbe Ewigkeit dauert. Sind jetzt schon 8 Minuten oder so. 10 Minuten, ah, Far Cry hat auch so ein langes Credit-Ding gehabt. Far Cry 3 könnten wir auch let's playen. Hätte ich auch Lust drauf. Ist zwar alt, aber ich hätte Lust drauf, weil das so geil ist. Ich feiere diesen Vaas. Vaas ist richtig geil. Cooler Typ. Schade, dass er angeblich tot ist, wobei man ja sagen kann, unsicher. Die haben das mit Absicht so gemacht, dass sie ihn noch mal zurückholen können, vielleicht in den nächsten Teil oder so. Weil, ob er jetzt wirklich tot ist, weiß man nicht. Klar, man hat gesehen, dass man ihn irgendwie tötet, aber man stand ja unter Drogen, dies, das, es gibt da so viele Theorien. Naja. Boah, haben wir dann bald? Deutschland. Thorsten Kapp, Simon Wangel.
Benedikt Schuller? Wir quälen hier, ey. Uns echt mit den Credits. Aber danach wird bestimmt irgendwas freigeschaltet und das wollen wir ja nicht verpassen. Hoffe ich jedenfalls, dass da irgendwas aufblinkt. Mit Freischaltung oder so. Da, Glückwunsch, du hast Kampagne abgeschlossen. Du kannst jetzt dies, das und das, das, das. Falls wir heute nochmal zum Ende kommen mit den Credits. Nee, ist ja unglaublich. Oh je. Ja, die Credits dauern immer so lang. Das ist ja wie mit den Hubschraubern. Die enden auch nie bei GTA. Kommen auch immer neue. Oh, ja. Ja. Ich geb mal wieder den jungen Onkel ab. Ja, vielen Dank. Was ist los? Das dauert mir so lange. Warum dauert das so lange? Ich werd bekloppt, ey. Solche Credits, die sieht man nicht immer. 10 Minuten. 10 Minuten bereits. 11 oder 12 vielleicht sogar. Da, jetzt kommen erst die Special Fangs. Die sind auch 1000 Kilometer lang meistens. Unglaublich. Wer die Credits schreibt, ey, beim Entwickeln, der ist echt am Arsch. Ah, lizenzierte Musik. Ah. Die haben wir ja schön brav ausgelassen. Weil es ja immer Probleme gibt damit. Ich finde ja, es sollte so eine Regelung geben, dass lizenzierte Musik von einem Spiel in einem Let's Play geduldet wird. Ich meine, es ist gratis Werbung. Jedes Let's Play ist Werbung. Und naja, was soll ich sagen, ne? So ist das halt. Dank der GEMA zum Beispiel und anderen Faktoren. Schade, schade, schade. Das gleiche gilt doch auch bei GTA. Das wäre die Atmosphäre in den Let's Plays, wäre ganz anders. Bei GTA. Wenn das Radio nebenbei leise laufen würde noch. Ich meine, das ist doch Werbung, diese Künstler wollen doch, dass ihre Musik gehört wird. Also, dann hören sie das in dem Spiel, in dem Let's Play. Und wenn es irgendjemand gefällt, sucht er nach dem Ding und paff. Schon hat man einen neuen Käufer oder sonst irgendwas. Also, es ist doch eigentlich nur Werbung. Ich guck doch kein Let's Play und hoffe darauf, dass irgendwie der Titel, den ich voll liebe, da kommt. Und so bla bla bla. Ich verstehe das einfach alle nicht. Ist komisch gemacht. Das ist die manchmal vorkommende menschliche Doofheit. Adobe Flash. Ich glaube, jetzt ist gleich Feierabend hier. Läuft da immer noch Musik? Your sleep. Yo. Your sleep. Aber ich glaube, gleich ist es endlich vollbracht. Nach fast 20 Minuten ist das, naja, 5 Viertelstunde. Dank Ihnen hatte das CTOS ein erfolgreiches Jahr. CTOS Chicago setzt Maßstäbe. Wir sind stolz, in mehrere große Städte des Landes und in die ganze Welt zu expandieren. Es gibt nichts Besseres, um die Stadt an ihre Türschwelle zu holen. Freuen Sie sich auf CTOS 2.0. CTOS, die Zukunft ist ein Tastendruck entfernt. Jü! Was? Wir haben 20... Erfolg freischaltet! Ausloggen! Ja, 100G! Damit wären wir durch hier. Verbrechen erkannt, ja, ja. Das war alles? Das war's? Ein paar... Für die paar Sekunden, die uns ja mit CTOS 2.0 vollgelabert hat, haben wir jetzt irgendwelche anderen Fähigkeiten die oder so in der Stadt? Ich glaube kaum. Toll. Hat sich ja wirklich gelohnt, Leute. Toll, da kommen wir jetzt einfach gar nicht. So einfach kommen wir da gar nicht hin.
Was? Gib dir gleich Fuzzi. Ich hab Kinder, ich bin Mutter. Ach, da war der Typ, glaube ich, drin. In der Garage habe ich mich mal online versteckt. Ach, da ist der Auftrag weg. Tja, dann war's das. Hatten sich die Credits ja mal überhaupt nicht gelohnt. Anzuschauen noch. Keine speziellen Freischaltungen erhalten. Vielleicht, ja, wir haben ein paar Punkte dazu bekommen. Was ist das da eigentlich? Also unser letztes Energiefeld. Zack. Damit hätten wir bei Hacken alles freigeschaltet. Was ist das hier eigentlich alles? Naja. Okay, Leute, dann war es das erstmal mit Watch Dogs. Mal schauen, wann die nächste Folge kommt, was wir da machen und so. Irgendeine spezielle Freischaltung haben wir nicht bekommen. Schade. Danke, Entwickler. Wird man nicht mal belohnt. Was soll die Scheiße? Die Ampeln blinken einfach rot. Warum auch immer. Ja. Ich verabschiede mich. Erstmal. Und bis demnächst. Euer Onkel. Ciao.